So, da bin ich. Willkommen zurück auf der Hof Bergmann. 1.5. Oh Leute, ich habe einen Kratzen im Hals, da träumt der Führer von. Das ist ein Wahnsinn. Entschuldigt bitte. So, da wollen wir mal gucken. Das kann alles nicht wahr sein. Fängt ja gut an. So, oder? Wir sind stehen. Achso. Ich habe hier den Hof schon mal so ein bisschen. Ich mag das ja nicht, wenn da überall dieses Grünzeug hochkommt. Ne? Und so. Ich komme da nämlich. Genau, habe ich letztes eine Map angespielt für mich. Der war der ganze Hof mit Grünzeug, da waren wirklich nur so ein paar Stellen frei. Und überall lagen diese verdammten blöden kleinen Stöckchen rum. Nachdem ich das dann, ja, so ähnlich wie hier halt nur mit Betonboden gemalt habe, hatte ich dann überall noch diese rollen scheiß Knüppel da rumliegen. Wer macht denn sowas? Auch schade, dass ich das hier nicht wegkriege. Das tut mir auch leid, aber naja, das ist so. So, mein Mäuerknie habe ich auch weg. Das habe ich jetzt auch mal geschafft. Gott sei Dank. Ja, dann habe ich hier mal alles so ein bisschen glatt gemacht. Hier drüben auch. Hier habe ich ein bisschen aufgeräumt, den Raum weg hier und so. Da habe ich mir eine Dieselproduktion hingestellt. Die kleine Dieselproduktion von dem Jasum. Und sonst habe ich hier den Boden schon mal. Ne? Wie ihr seht, ich mag das nicht, dieses grüne Gelumpe da überall. Wenn ich einen Bauernhof hätte, das, ne? Nee, das ginge nicht. Das müsste ich. Oh, würde mich verrückt machen. So, dann. Das haben wir da hinten. Dann habe ich da auch was. Doch, da habe ich. Oder? Nee, doch. Hier habe ich diesen, diesen Eumel. Gehen wir hier hin. Gehen wir da hin. Der wird gar nicht angezeichnet. Nee. Der verwandelt auf alle Fälle die Abluft von dem Kuhstall. Ja, genau, bin irgendwie was anderes. Flüssigdünger, Schwefelsäure. Schwefelsäure muss auch da rein. Und dann produziert er von der Der Apparillo braucht Schwefelsäure. Ja? Den schüttest du da rein, den füllst du da auf. Und dann produziert er durch die von der Abluft des Kuhstalls Flüssigdünger. So. Schwierig, schwierig, schwierig. So ist es jetzt auf jeden Fall, genau. So. Und dann gucken wir mal. Wir sind. Ne, ich wollte ja noch was zeigen. Meine Güte. Völlig verwirritibus. Verwirritibus. Ja, egal. Ach, guck, die Waschplatte wollte ich hier auch noch. Aber auch später. Ja. Dann haben wir noch hier am Hof einen Marmeladenzubereiter, Hersteller, Kocher hier in der Ecke. Gell? Den habe ich gar nicht. Ne? Muss ich euch ja noch zeigen. Genau. So, hier habe ich mal ein bisschen Rasen gemäht. Hühner sind da. Muss ich gleich auch noch füttern. Das mache ich aber nachher. Wasser habe ich aber schon mal aufgefüllt. So, jetzt gehen wir aber mal gucken. Wir sind ja stehen geblieben. Malzwerk kennen wir. Baugrundstück. Ja, aber da waren wir nicht stehen geblieben. Ne? Pferdehof kennt man ja auch.
Schlachthof. Schlachthof, ja. Servus. Servus, Otto. Ja, Schlachthof. Man kann nirgendwo rein, man kriegt nichts zu sehen, nicht so wie im Neunzähler, ne? Der eine oder andere wird sich vielleicht daran erinnern. Fand ich persönlich sehr geil, aber naja. Ja, das ist der Schlachthof. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen und zu zeigen. Schlachthof. Das ist der zweite Hof, der kleine da, da hinten in der Ecke. Den kennt ihr ja auch. Hier ist Klärwerk. Servus. Ja, servus Gustav. Du, dein Zwillingsbruder steht da drüben am Schlachthof. Wollte ich mal gesagt haben. 1, 2. Hep. Ja, das Klärwerk. Ja, der eine oder andere wird sich, ja, was heißt wundern, wird sich vielleicht daran erinnern. So ähnlich sah es auch im 19er aus. Alles gut. Aber warum soll man auch nicht altbewährtes weiterverwenden? Ne? So ein bisschen umgestalten und gut ist die Kiste. Fein, fein. So, gucken wir weiter. Ne? Klärwerk. Die alte Brennerei. Noch einer von den Brüdern. Steht hier denn hier aus, Ralf? Wohnst du? Oh, wer bist du jetzt? Friedel oder wer bist du? Wohnst du hier oder was? Der macht mich ganz kirre. Jo, alte Brennerei. Wer so im amerikanischen Stil, würde ich mal so sagen, von der Bauweise. Jo. Noch einer. Langsam, leicht am Verfolgungsschwan. Guck mal, hier steht noch so ein Vogel. Servus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was bist du für einer? Ah, der ist ja schweigsame. Das geht nicht. Okay. Ups. Wäre ich im Wald in den Hacken gelaufen. Feuerwehr ist klar. Hier hinten Gemüseanbau. Oh, waren wir da eigentlich schon letztes Mal? Hier, da ist er. Da ist er. Ne, mit den Kompost reinschmeißen und dann Pfeife geht auch nicht mehr richtig. Dann kannst du hier Wasser auffüllen. Dann geht die automatische Berechnung oder aber du gibst ein extra Fass. Warte mal. Nee, aber falsche Taste. Hier müssen wir hin. Hier. Na. Das sind die Eimer, ne? Ja, wo ist er denn jetzt? Ach, ich bin doch doof. Oh, ja, voll versemmelt, ey. Ne, ja nicht. Na, gucken wir mal eben hier. Nö. Wieder gut vorbereitet, ne? Merkt ihr das? Das Spezialtank kommt. Ne, da war er auch nicht. Hopfentechnik. Gemüsetechnik, ne? Nee, da bestimmt nicht. Nee. Auch nicht.
Nee, hier waren wir schon. Da gibt es auf jeden Fall extra Hänger, Anhänger. Ne? Kirchen, Orling. Gemüsetechnik. Nee. Oh, Leute, es ist doch immer das Gleiche hier. Finde ich jetzt nicht. Zeige ich euch dann später. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Auch nicht. Das hält jetzt zu lange auf. Vielleicht später. Auf jeden Fall hier kannst du Wasser einfüllen und dann kannst du manuell hier die Gärten bewässern oder deine Beete oder eben nein, mit dem aus dem Fass geht es automatisch und du kannst es mit einem speziellen Anhänger manuell bewässern. Das ist so ein Anhänger wie er, glaube ich, auch für die Weinlese oder für die Weinreben gemacht worden ist. Ich habe Rückenschmerzen, habe ich halt schon gesagt. Und müde werde ich. Ah, hier ist ja nicht drin, ne? Nee. Egal. Auf jeden Fall, ne? Werde ich das nachholen zu Dingsten. So, wo war ich denn jetzt? Pferdehof ist bekannt. Das hatten wir jetzt auch. Übrigens hier diese, hier, nee, da nicht. Da muss ich hin. Hier hinten. Dieser Wasserdings hier, Bums. Ups. Ja, ihr könnt ja also entweder mit dem Tankwagen hier über den Schnüffel betanken. Ja, ich denke mal, wenn er dich, ne, geht das auch so. Rückwärts ranfahren oder seitlich, je nachdem. Und ich meine, dass der auch durch Regen sich auffüllt. Aber wenn es regnet, kommt da auch Wasser rein. So. Ja, das ist ja hier der Bienenstock, das kennen wir. Die alte Ölmühle, nochmal Wassersammelbecken. Sägewerk. Sägewerk, ja, ist wie gehabt, gell? Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe es in der vorherigen Version eigentlich nicht genutzt. Hier ist nochmal eine Palettenproduktion. Ne? Bretter rein, leer Palette raus. Ich glaube in der vorletzten Version noch, dann hast du da Holz hingebracht, war das Stämme oder waren das die Balken von drüben? Und dann kriegst du das Baumaterial für die Brücke am Hof, die da, ne? Apropos Brücke, da habe ich da auch was gelesen. Gucken wir mal eben. Also hier hat sich jetzt so nichts verändert. Das Tor zum Schrebergarten, ja, die Brücke ist da. Das Tor zum Schrebergarten ist breiter gemacht worden. Ja, seht ihr? Da kommt es jetzt hier auch mit größeren, breiteren Geschichten rein. Genau, zum Äpfelernten
Natürlich jetzt so schnell nicht wieder, ne? Also Kiste drunter stellen und so, diese Abfallkisten, das geht nicht. Du musst hier natürlich nicht, ne? Warum soll ich das auch finden jetzt auf Anhieb? Hier natürlich auch nicht, ne? Ist klar. Da, Leiter haben, kannst du dir auswählen. Entweder Metall, Aluminium oder Holzleiter. Die brauchst du, die musst du dann quasi am Baum anstellen, hochgehen und dann musst du. Oh, da seid ihr wieder versteckt. Ne, das ist ja das. Transportbehälter, den Korb, Apfelkorb. Du musst mit dem Korb die Leiter hoch und dann ja quasi die Äpfel pflücken und kannst unten die umschütten in die Kartoffelkiste. So ist das jetzt. Nicht ganz unwichtig. Gemüseerde, Komposterde. Guckt an, guckt an. Hörnchen. Viehsack. Was soll denn das? Für kleinere wie Hühner, Enten, Kaninchen und Katzen. Das macht mir doch nicht. Das haben wir da auch. Genau. Ja, Transportbehälter, Apfelkisten. Brauchen wir. Ah. Ja, genau, die Kisten brauchen wir natürlich Honigwaben. Wenn wir die aus dem. Honigwaben, wenn wir die aus den Honigerden von der Imkerei da, von den Bienenständen. Ich bin irgendwie völlig im Arsch, ich muss gleich mal ins Bett. Das war das. Biogasanlage kennen wir. Zellstoff, ja, da machen wir Bierstübel. Wenn wir hier gucken. Ja, nee, ist klar. Vegane Burger. Das glaubt doch auch wohl selber nicht, dass es hier was Veganes gibt. Naja. Ah ja. Ah ja, so ist besser. Ja, nichts gegen FC Bayern. Ich mag sie nicht. Aber ich bin auch kein Fußballfan, also von daher. Egal. So. Molkerei. Ich denke mal, das ist auch alles. Ja, die gleiche Kuh wie früher. Ja, das. Erfurter Milchwerke. Okay. Soweit so tun. Gut.
Ja, hier ist Baugrundstück. Hallo? Hört mich doch. Was soll denn der Schmarrn hier? Ich glaub's nicht. Naja. Verkaufen? Nee, ich wollte nur rein, Junge. Ja, ist wurscht. Scheiß drauf. Es gehört auf jeden Fall, ne? Ist mich. Ah, wir können vielleicht auch. Ja. Und tschüss. Das ist ja. Geht doch. Das hat der Zaun nämlich auch alle weg. Passt doch. Sehr schön. Ja. Das hier war. Nein, das war schon wieder falsch, natürlich. Malzwerk, genau. Der Zuckerfabrik haben wir hier gar nicht, ne? Das Weingut ist auch klar. Der Forst. Oh, oh, mein lieber Horst. Wir gehen in den Forst. Der Lohnabfüller. Aber den hatten wir ja vorher auch schon, ne? Genau. Servus. Mein Spezi. Ja, genau, hier waren wir ja auch schon, hier mit dem, ne, Pisswasser. Hier ist was los. Baustelle waren wir auch. Hier haben wir uns das letzte Mal auch angeguckt. Der Landhandel ist auch klar. Zellverwacker waren wir auch schon. Das ist auch klar. Ja, Prodis, Gerberei, Lederwaren. Wer den Prodi nicht kennt, hat die Welt verpennt oder wie war das? Moin, Trudel. Na, wo ist er denn jetzt? Der rennt doch hier rum, der Vogel. Da ist er doch. Das ist Prodi. Nur mal so. Da wäre weg. Ein bisschen Menschenscheu, der Mann. Ja, das kennen wir auch alles. Den Händler, ja. Hat sich ja eigentlich auch nichts getan. Oh, warte mal. Herzlich willkommen, Pippelis Dorfladen. Was darf es sein? Aha, was ist das denn für eine Stimme? Entschuldigung, ich muss mal. Herzlich willkommen, Pippelis Dorfladen. Was darf es sein? Oh, ja. Reizender Hintern. Ja, ja. Nö, hier hat sich eigentlich nichts getan, ne? Ja, ich glaube, ich habe ja jetzt die Hoflieferung quasi eingeschaltet. Also hier erscheinen meine neuen Fahrzeuge ja nicht, die spornen. Die spornen direkt bei mir am Hof auf. Aber so wie Andi geschrieben hat, hat er das hier wohl irgendwie geändert, damit hier mehr irgendwie das mehr besser zu handeln ist. Ob er das jetzt anstatt so längs so quer hinstellt, muss ich mal gucken, die Kamera ist ja da. Ja, genau. So, das ist das. Die Metzgerei. Da kann ich gar nicht hinbeamen. Egal. Kornmühle ist klar. Das ist klar. Kompostwerk haben wir auch schon.
Ja, haben wir es, ne? So im Groben. Alles andere wird sich dann im Spiel ergeben. Ich werde, wie schon gesagt, hier jetzt gewaltig mit dem Geld rumhasen, weil wir haben ja quasi nur noch ein halbes Jahr, bis der 25, das 25 kommt. Und da wieder mühsam rumackern und tun und machen, möchte ich jetzt nicht mehr. Darum werde ich mir da oben nochmal ordentlich was aufs Konto schreiben. Wir davon einiges an Feldern anschaffen und an Produktion. Obwohl das meiste habe ich ja schon gekauft. Und dann könnten wir da den loslegen. Weil ich möchte dann auch so einiges ausprobieren. Ich werde anfangen mit Holz, Baumstämme zu sägen und Leerpaletten produzieren. Nebenbei auch schon irgendwo mal was ernten, wenn was dementsprechend ist und so, ist klar. Aber wir brauchen ja für viele Sachen auch Leerpaletten. Und da werden wir mal zuschlagen. So mein Gedankengang. Also, das soll es zu diesem Video gewesen sein. Ja, ganz viel Neues konnte ich euch jetzt nicht mehr zeigen. Wie gesagt, alles andere muss sich dann während des Spiels ergeben. Und mal schauen, wenn es losgeht. Ne? Vielleicht schon morgen. Das wäre dann der Montag. Genau. Ja. Müssen wir mal gucken. Also in diesem Sinne, macht es gut, macht euch einen schönen Sonntag noch und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Winke!